Der Südwesten Frankreichs zählt zu den reichsten Kulturlandschaften dieser Erde. Er birgt auf relativ engem Raum Zeugnisse aller Epochen der Menschwerdung. Kein anderer Ort bietet einen vergleichbar grandiosen Einblick in die Entstehung der Kunst. Eine Kulturreise entlang der kleinen Flüsse Weser, Dordogne und Lot ist eine Reise durch eine Landschaft, in der der kreative, in abstrakten Symbolen denkende Mensch schon vor 30.000 Jahren Meisterwerke schuf, die uns sprachlos machen. Périgord ist der alte Landschaftsname für das Département Dordogne. Was in den Karsthöhlen entlang der Flussläufe erhalten blieb und was in den Schichten von eiszeitlichen Lagerstätten gefunden wurde, zählt zum spektakulärsten, was diese Erde dem kulturinteressierten Reisenden zu bieten vermag. Leider durfte ich an den Originalschauplätzen des Wirkens in den Höhlen keine Aufnahmen machen. Umso spannender wird es der Besucher selbst empfinden, wenn er sie erkundet. Die Weser im Raum von Le Saisy, von der UNESCO als Kulturerbe unter Schutz gestellt, wird das Tal des Menschen bezeichnet. An ihren Ufern befindet sich die größte Dichte an prähistorisch bedeutenden Städten weltweit. Aber auch die wunderschönen, mittelalterlich geprägten Orte sind viele Reisen wert. Ich habe diese Septemberwochen sehr genossen.